So, wir kommen heute nun endlich zu den neuen Clicker Idle und Incremental Games. Als erstes starte ich jetzt mit Fun Hospital. So, also als erstes soll ich jetzt einen Server in Hongkong aussuchen. Aber anscheinend gibt es nur einen. Also von daher kann ich da jetzt nicht allzu viel machen. Das ist der Server, mit dem ich automatisch verbunden werde. Und die Spielversion ist aktuell 2.17. Vollbild geht nicht. Es läuft im Moment in dem Fenster. Also mal schauen. Willkommen to Fun Hospital, my dear boss. My name is Bobby, your loyal assistant. Let me help to build the greatest hospital ever. Okay, let's get started. Reception. Lass mich doch erstmal die Einstellung machen, bevor du mich gleich mit dem Tutorial überwältigst. Direkt confirm, klick und okay. So, reinzoomen. Verkehrt rum, okay. Kann ich das Ding drehen? So, fertig. Und dann jetzt die erste Krankenschwester anheuern. Tap the flashing icon to hire one. Okay. Jawohl. Und Diagnosestelle. Okay, das mit dem Rauszoomen. Hoffentlich lässt sich das umstellen, dass die Maus andersrum funktioniert. Ja, Doktor. Okay. Und Diagnose ready. We will be able to prepare. We will be built a treatment room. Let's build pharmacy now. Ich hoffe, ich kann die später noch umpositionieren. Die ist jetzt gleich schon 3500. Also Spielephilosophs Hospital. Congratulations, your first day opening. Und die ersten Patienten kommen hoffentlich. Jawohl. Einstellungen, Einstellungen. Einstellungen. In die Upgrade Hospital the World Channel. Komm, gib mir hier irgendwelche Einstellungen. Ist doch wohl ein Scherz, oder? Okay, also ich werde für euch das Gedudel erstmal abschalten und hoffen, dass ich hier jetzt auch bald noch irgendeine Einstellung finde, dass ich hier auf dieses Ding da zugreifen kann, weil es kann doch nicht sein, dass die Einstellungen nicht verfügbar sind. Weil so ist es ja echt nicht zum Aushalten. Guck mal erstmal, was jetzt hier zu tun ist. Gut, also umbewegen kann ich das Ding auf jeden Fall nicht. Okay, wieso nicht? Solange die Krankenschwester da drin ist, oder wie? Respond slowly, easy going. So, da gibt es irgendwelche Sachen zum Aufleveln. Rename, give bonus, fire and find. Okay. Also, das ist dann schon mal ja, die Standardwährung, die dann mit einer Premium-Währung gekauft werden kann und die Premium-Währung gegen Geld. Also das ist schon mal hier, klar, das normale Free-to-Play-Zeug halt. Your hospital has cured the first patient. You are doing great. My introduction stops here. Please focus on the quest button on the lower left corner to get more guardians and rewards. Ah, okay. Das heißt, der war noch aktiv und ja, jetzt kann ich endlich auf die Settings zugreifen. Also, Language. Ah, kann man sogar auf Deutsch auswählen. So, Einstellungen, Hilfe, Spiel zurücksetzen, Nutzungsbedingungen, Patientenhandbuch. Jawoll. Geschafft. Und hat einige kalte Partikel aus der Luft eingeatmet, Symptome rote Nase, Niesen und Husten. Also ich bin mal gespannt. Seam Hospital habe ich schon vor langer Zeit mal gespielt. Gut, Premium gibt es auch ein bisschen. Basisdiagnose, Personalzimmer gibt es. Also neue Sachen, die ich bauen kann. Erfahre im Notfall antwortet langsam unkompliziert. So, kann mir jemand das WLAN-Passwort hier sagen? Patientenphobien. So, Fragezeichen. Stimmung. Die Stimmung der Patienten verringert sich mit der Zeit und wird von vielen anderen Faktoren beeinsetzt. Patienten verlassen das Krankenhaus, wenn die Stimmung auf Null sinkt. Okay, dann haben sie keinen Bock mehr. Bringt sich schneller, wenn ihnen kalt ist. Bau genug Heizungen und die Wasserpunkte werden im Laufe der Zeit weniger. Die Stimmung des Patienten verringert sich schneller, wenn sie durstig sind. Okay, das heißt, was zu trinken.
ihn nach Hause schicken, also eigentlich rausschmeißen, dann ihn woanders hinschicken. Und Heilungsbalken. Der Heilungsbalken zeigt an, wie viele Fähigkeitspunkte benötigt werden, um einen Patienten zu heilen. Wenn ein Mitarbeiter einen Patienten behandelt, füllt sich der Heilungsbalken entsprechend. Okay, 5 von 5, das heißt, er ist schon geheilt. Kann ich ihn verfolgen? Fabbing. Ah, Patientenhandbuch. Okay, und jetzt Erkältung. Achso, Fubbing ist schon. Ernsthafte Nackenverletzung. Symptome hält den Kopf unten. Aha. Okay, das sind die Räume, die dafür benötigt werden. Das Ding ist schon da. Das ist die Apotheke, genau. Ah, da habe ich schon was eingenommen. Und das Diagnosezimmer. So, und für den neuen brauche ich jetzt Apotheke hatte ich schon. Einrichtung. Personalzimmer. Nee, die brauche ich nicht. Genau, Basisdiagnose. Das Ding brauche ich noch. Jetzt habe ich das. Was hat er denn jetzt für eine Tür ausgesucht? Aber die dauert jetzt auch schon 2 Minuten. Okay. Ah, jetzt kann ich sie bewegen. Geht die automatisch dahin. Das heißt, dann wird die Behandlung unterbrochen natürlich. Und dann kann ich das Ding verschieben. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, kann ich dann die. Wobei die Tür muss ich gar nicht ändern. Aber ich kann die dann automatisch reinsetzen. Und sie läuft auch automatisch wieder rein. Eigentlich könnte das Ding da mal verschwinden. Jetzt abschließen. Booster und 2 Diamanten. Ein Erkältungspatient ist gegangen. Grundheilung nicht gelungen. Hinweisfähigkeit des Personals zu gering. Achso, das war die diesen zweiten Raum noch gebraucht hätte. Ja, mehr Heizungen und die Apotheke ist fertiggestellt. Gut. So, wahrscheinlich kann ich bloß eine Sache machen. So, hier brauche ich jetzt nichts weiter anzugucken. So, Achievements. Gesamtpunktzahl 0 von 4940. So, aktualisiere ein Krankenhaus auf Level 20, essentielle Gratifikation, neue Grundstücke, Questmeister, Leute wie ich. Likes sammeln, okay. Logge dich mindestens einmal täglich für 5 Tage im Spiel ein. So, 10 Zimmer. Gut gemacht, der Raum für die Basis ist fertig. Brauchst einen Arzt für diesen Raum. Jawohl. Schweinchenbank. Spendenbox. Achieve Center. Infrastruktur. Verwende Runen, Wirbelwind für 10 Mal. Hardcore. Patient überschwemmt 500 Mal einen Diagnoseraum. Okay. Heilen Sie 10.000 Patienten. Schließe 100 Notfälle ab. Ah, das ist dann dieses nette Licht da unten. Schließe 50 perfekte Notfälle ab. Personalteam. Entsperren Sie 10 Mal die Ausrüstungsslots. Level 10 Mitarbeiter. Naja, da gibt es noch einiges zu tun. Hier gibt es anscheinend noch Geschenke. So, also hier ist noch ein Arzt einzustellen. Okay, die Kosten mit jedem kosten die mehr. Effizienz 12%, 8%, 2%. Okay, sein Charme ist unter aller Sau. Haben sich beschwert, plötzlich im Herzen, um sie warm zu halten. Nee, noch nicht. Ja, eine Putzfrau werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Effizienz 12, 0. Die Fähigkeiten, Patienten zu heilen, Personal besser und Fähigkeit, Heilungsbalken von Patienten schneller. Charme hat einen direkten Ausstieg des Patienten. Wenn ihr verringert die Zeit für die Behandlung und Personal braucht Energie, um weiterzuarbeiten. Wenn ihr niedrig ist, geht das Personal in den Ruheraum. Aber die Sachen kosten mich nur einmalig was. Das heißt, ich muss die jetzt nicht extra irgendwas monatlich oder in irgendeinem bestimmten Rhythmus zahlen. Von daher kann ich da eigentlich das nehmen, was hier irgendwie die besten Effizienzwerte verspricht. Fähigkeit 0 ist nicht besonders überragend, aber nehmen wir mal einen so einen Robby rein. Soll der mal da sauber machen. Und ja, den Arzt brauche ich immer noch. Also mehr als die 6 kriege ich nicht angezeigt. So, 12%. Charme, Fähigkeit 15. Okay. Lass mich doch erstmal jetzt den Arzt einstellen. Also der hat hohe Fähigkeiten. Und wo sehe ich eigentlich meine Kohle? Ah ja, da oben.
81.000 im Moment noch ziemlich gut. Der eine wird schon langsam sauer. Die Dinger aufstufen. Extra Geld plus 2. Zeitkosten bleibt gleich. 30 Sekunden. Extra Fähigkeit plus 3. Krankenhaus Level 8 notwendig. Okay, also allzu schnell kann ich da nichts aufleveln. Krankenhaus Level 6 notwendig. Und 7. Und hier 8. Okay, da passiert also erstmal nichts Neues. Spendenbox. Die Spendenbox ermöglicht dir beträchtliche zusätzliche Einnahmen. Aha, wie denn? Spendenbox. Kapazität 1800, Geschwindigkeit 300 pro Stunde. Ah, okay, das heißt, es sammelt sich einfach so an. Du kannst jederzeit damit Geld verdienen, verbessere die Spendenbox, um die Kapazität und die Sammelgeschwindigkeit zu erhöhen. Ach, das sind wahrscheinlich Items, irgendwelche Zertifikate, die ich einsammeln muss oder irgendwo hoffentlich bekomme. Und die kann ich dann natürlich auch mit Diamanten schon mal vorab kaufen. Rekord, nix. So, was ist das? Sonderpreis, natürlich. Klar doch. Also da bekomme ich diese komischen Dinger auf jeden Fall her. Mal gucken, ob ich die irgendwo im Spiel dann finde oder vor allen Dingen wann. So, Personal. Ihr könnt aufgestuft werden. Nee. 15 von 2000 Punkten, da kann noch nichts aufgestuft werden. Also was ist dann mit euch? Effizient 4%, Charme minus 2. Ausrüstung wählen. Keine Ausrüstung vorhanden. Achso, das war einfach nur der neue Personalreiter. Und hier gibt es auch was Neues. Ein Personalzimmer und eine Toilette. Ah ja, 7 Minuten. Ja, wahrscheinlich kann ich nicht allzu viele parallel bauen. Bräuchte ich jetzt mal noch eine Heizung, halt Patienten warm, Wartungsintervall 30 Stunden. Die Frage ist natürlich, wie viel von den Dingern ich tatsächlich brauche. Aber die kann ich zumindest sofort platzieren. Also wenn das Patienten bitte halt den Wärmestatus auf gut. Wo sehe ich denn den Wärmestatus? Platziere 3 Pflanzen im Krankenhaus. Okay. Wenn du mehr Patienten in dein Krankenhaus kommen, dann kannst du mehr Pflanzen oder musst du mehr Pflanzen platzieren, um einen guten Grünstatus aufrechtzuerhalten. Du kannst deinen aktuellen Grünstatus auf der Tafel außerhalb des Krankenhaustores überprüfen. Krankenhaustor. Ah, hier, oder was? Okay, das sind die Events. Höchstwertungen. Lucky. Einnahme bei dir, deshalb Level 4 verfügbar. Okay. Szene, Gast. Gut, da gibt es auf jeden Fall etliche Sachen, die letztlich über Geld funktionieren. Neue Bereiche. Vereine. Nein! Nicht, dass da gleich schon 10 abgezogen werden. Stufen. Also wo ist denn da jetzt so ein Teil? Archiv. Das Archiv ermöglicht ja beträchtliche zusätzliche Erfahrungen. Tippe den Plus-Button, um MA-Erfahrungspunkte hinzuzufügen. Mitarbeiter hinzuzufügen. Und das kann ich wie oft machen? Einmal, beziehungsweise sammelt sich die auch Erfahrung einfach so an. Ja, dazu brauche ich dann auch wieder die Sachen und ich bekomme aktuell 150 pro Stunde. Apotheke, Technologieforschung. Mhm. Ah, hier unten ist es. Derzeitige Patienten 10. Mit mehr Patienten brauchst du mehr Pflanzen und Heizung für einen guten Status. Ah ja, also der Wärmestatus ist aktuell schlecht, also noch einige mehr dazu. Wie schnell aktualisiert der sich? Okay, jetzt sind wir im grünen Bereich. Was kommt nach grün? Okay, jetzt haben wir sehr gut. Gut, okay, gleich wieder gefallen. Weil noch ein Patient reingekommen ist, oder was? Also, und jetzt noch den grünen Status. So, ein Getränkeautomat will ich mal noch mit aufstellen. Also stellen wir den einmal hin. Keine Ahnung, ob die sich das Zeug dann holen. Und wartende Patienten fühlen sich bequem und behalten ihre Eleganz. So, dann machen wir hier nochmal irgendwie ein paar von diesen Stühlen hin. Da gibt es im Moment keine Warteschlangen, dann brauchen wir da auch nichts hinzustellen. So. Der Robby scheint ziemlich überfordert zu sein, weil die machen ziemlich viel Dreck. Und jetzt soll ich noch ein paar Blumen hinsetzen. So, verteilen wir mal noch ein paar Blumen, bis da
draußen dann auch die Anzeige auf grün geht. Gute Arbeit. Pflanzen bleiben, deine Patienten glücklich. Bitte halte den Grünstatus auf gut. Aufgabe erledigt. Achso, genau, drei Pflanzen zu platzieren. Gut. Bin ja mal gespannt, wie freigebig das Spiel bleibt, was die Diamanten angeht. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Blumen. Da geht die Kohle auf jeden Fall langsam schon doch recht zügig flöten. Wahrscheinlich ist es ziemlich egal, wo ich die Dinger platziere. Die kann ich später auch alle wahrscheinlich an eine Wand stellen und alle zusammenkleistern. Ja, das gleiche wie vorhin. Kaum kommt der 11. Patient, reichen die Primeln schon nicht mehr aus. Jetzt haben wir die beiden Sachen auf gut, auf sehr gut und auf jeden Fall genug Puffer nach unten. Und die Frage ist, ob der Robby jetzt natürlich irgendwann den Dreck schafft wegzumachen oder ob ich noch einen zweiten einstellen sollte. So, jetzt ist natürlich die Toilette. Machen wir erstmal das Personalzimmer, damit sich die... Boah, ist das riesig. Ja, jetzt gilt es erstmal das ganze Zeug dann an die Seite zu stellen. Also den Kasten am besten hier rüber, damit sie den schnell finden. Und die Teile verteilen wir dann mal irgendwie direkt an den Rändern. Dich werde ich jetzt trotzdem mal bewegen, auch wenn ihr dann irgendwie sauer werdet. So, und die Tür bitte da vorne hin. Der Arzt wird ja hoffentlich gleich wiederkommen. Dann kann ich ja hier jetzt die Dinger da direkt davor stellen. Kann ich eigentlich die Ansicht irgendwie drehen? Weil das wäre natürlich auch noch hilfreich. Ne, den klaue ich dir jetzt erstmal. Oh, Level Up. Gratulation, dein Krankenhaus hat Level 4 erreicht. Mehr Geld, eine Apotheke gibt es jetzt und... Okay, also da habe ich jetzt 3 von den blauen Geldscheinen bekommen. Dann kann ich ja gleich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas aufleveln kann. Oder wo ich die sonst noch einsetzen kann. So, die muss jetzt eigentlich... Ich will doch gar nicht die anklicken. Wie kriege ich denn jetzt den Stuhl angeklickt? Okay, jetzt. Es gibt einen unfertigen Raum im Krankenhaus. Ach so, weil der andere noch angeklickt war. Schlange. Längste Warteschlange 5. Und den kann ich dann vorschieben. So, 5 von 20 Punkten hat er bisher bekommen. Bedauern. Grund hat etwas Dummes angestellt und wurde kürzlich leider klüger. Symptome bedauern. Belohnung für Heilung. Große Chance. Ah, ich kann dann allein für die Behandlung von dem solche Dinger da reinbekommen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, welche Einrichtung brauche ich dafür? Okay, welche Aufgaben hast du aktuell für mich? Platziere 3 Heizungen im Krankenhaus. Das habe ich doch schon gemacht. Ach nee, ne? Das heißt, jetzt habe ich die Heizung schon platziert und jetzt muss ich die nochmal neu platzieren. Okay, dann lagern wir mal die mal ein und ich hoffe, dass die dann gelten, wenn ich die dann erneut rausbringe. So, mal gucken, wo habe ich jetzt mein Lager? So, dann muss ich die hoffentlich nicht neu kaufen. Mal gucken, ob da jetzt was abgezogen wird. Da wird trotzdem was abgezogen. Okay, wie komme ich an mein Lager ran? Ein Erkältungspatient ist gegangen. Grund unglücklich. Zu wenige Pflanzen. Unglücklich. Zu wenige Pflanzen. Okay. Dann habe ich wahrscheinlich jetzt auch nichts mit denen verdient. Technologie. Verbessere Technologie, um mehr Krankheiten zu erforschen. Technologie zum Entwerfen und Produzieren von Medikamenten. Ja, dann starte doch mal. 10 Minuten. So, kann ich dich jetzt schon aufwerten? Nee, das heißt, ich muss von allen von diesen Zetteln was haben, um die zu verbessern. Das heißt, da ist schon mal die erste Kette. Was haben wir denn hier? Ein Elite-Shop. Das ist super peinlich. Einige Patienten können ihren Stuhlgang nicht mehr halten. Bau sofort eine Toilette. Ah ja, stimmt, die Toilette habe ich noch nicht gebaut gehabt. Spezielle Fähigkeiten, unendlicher Energiekern. Ach je. Okay, die kann ich mir den Diamanten kaufen. Mit verschiedenen Fähigkeiten. Frage natürlich, ob ich von denen später auch mehrere haben kann. Auf jeden Fall gibt es da schon mal gleich eine Senke, um da natürlich möglichst viel Geld reinzustecken. Ja, gut, blend aus. 2018, 23,7. Ah, okay, das ist das Datum von heute. Einarmiger Bandit. Lucky Spin.
Einen habe ich pro Tag frei, tippe auf den Button Start. Immer wenn du startest, hast du eine Möglichkeit, die Liste der Gewinne zu verändern. Tippe den Button Zurücksetzen, um die Preise zu verändern. Es warten tolle Gewinne. Auf jeden Tag kannst du den Automaten einmal kostenlos starten. Na, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Super, was ist das? So ein Ausrüstungsgegenstand. Na dann, guck mal doch mal den netten Arzt hier, der eigentlich hier schon die ganze Zeit überlastet ist. Dass wir dem irgendwelche Gerätschaften zuweisen können. Jawohl, Fähigkeit plus 3. Gut, genau, den Personalraum wollte ich ja bauen. Ach stimmt, den habe ich noch gar nicht mal gestartet, weil mir hier das ganze Zeug jetzt im Weg stand. Okay, da kann ich auch undurchsichtige Sachen machen. Aber durchsichtig gefällt mir das tatsächlich besser. Und das andere kann ich nur machen, wenn ich den tatsächlich verschiebe. Okay, jetzt habe ich die Tür an der Seite. Gut. So, also jetzt bauen wir erstmal die Erholungseinrichtung für das Personal, weil sonst geht da auch bald nichts mehr voran. Okay, was stört dich denn da jetzt? Ach, Liebeskummer ist eine neue Krankheit. Okay, Patienten mit Liebeskummer sind mal traurig, sie verlieren ihre Glücksgefühle schneller als andere. Oh, okay. Na, dann stellen wir es erstmal eins daneben. Mal gucken, ob ich das später noch weiter rübersetzen kann. Jetzt sag mir doch mal bitte, wo ich... Ah, okay, da ist mein Lager. Mal gucken, ob die Heizungen jetzt zumindest von da aus trotzdem gelten. Super, es zählt nicht. Ah, so ein Käse. Okay, also dann lieber an die Missionsstrukturen halten, sonst kann ich die Sachen gleich doppelt und dreifach bezahlen. Also dann brauche ich jetzt noch zwei weitere Heizungen. Okay, Aufgabe erledigt. Dann weiter zur nächsten. Wir sitzen zwei Allgemeinärzte. Nach dem Empfang gehen jemals mit zum Büro allgemein mit zum Diagnos. Das Büro allgemein könnte also mit Patienten überfüllt sein. Okay, ich soll zweimal das allgemeine Behandlungszimmer haben. Ah, Quatsch, nicht noch einen hinstellen. Okay, dann setzt man jetzt, glaube ich, erstmal die ganzen Heizungen da irgendwie hinten in die Ecke. Nur den Getränkeautomaten, den müssen wir natürlich irgendwie erreichen können. Ah, jetzt habe ich da keine Schwester mehr. Ja, ein Notfall. Aufnehmen und dorthin setzen. Okay, dann können die wenigstens angenommen werden. Also, was ist los? Ich habe in der letzten Zeit so hart gearbeitet und ich denke, dass ich einen guten Bonus verdiene. Ein Bonus von 310 ist für mich okay. Boah. Du hast in der Zeit gar nicht gearbeitet, weil du arbeitest im Moment überhaupt nicht. Super klasse. Was ist mit dir los? Die Mitarbeiterin fühlt sich, ja. Fehlt bei jeder Behandlung einen Energiepunkt. Der Mitarbeiter verlässt die Arbeitsstelle, wenn die Energie zu niedrig ist. Ja, den baue ich doch schon. Dauert noch 4 Minuten. Okay, also weiterhin die Heizungen stapeln. Na, die sind aber nicht schön angeordnet. Ey, der hat da auf den Flur geschissen, oder was? Mach mal die Sauerei da weg. Bobby, wo steckst du? Ich glaube... Oh. Kleben ist ein Engine und heiß. Aber schon... Energiestatus ziemlich niedrig. Zu viel Müll. Ja, kein Wunder, wenn die alle nicht arbeiten. Saubande. 28.000. Die Kohle ist auf jeden Fall schnell runtergegangen. Achso, die Toilette kann ich jetzt eigentlich... Nee. Genau, ich kann nur eine Sache auf einmal bauen. Also dann doch noch eine zweite Putzfrau einstellen. Ach, der zweite Stuhl steht ja da noch rum. Nein, da setzt du dich nicht drauf. Der kommt woanders hin. Also dann kommt der jetzt dahin. Und den anderen will ich da daneben haben, weil sonst sehe ich euch dann nicht. Tja, Toiletten gibt's nicht. Kann ich erst in einer Minute anfangen zu bauen. Ach ja, genau, den allgemeinen Arzt soll ich ja noch machen. Zumindest hat das Ding ja etwas schneller funktioniert. Das dauert nur 1 Minute, dann kann ich die Mission schon mal abschließen. Nicht, dass ich nachher noch mehr Toiletten bauen muss, nur weil die Missionen halt nicht passen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange es dann dauert, bis ihr euch erholt habt. Also stellen wir erstmal die Blumen weiter woanders hin. Sind das Sekunden, die das dauert, bis die wahrscheinlich, bis sie dann geheilt sind? Jetzt habe ich gar keine Krankenschwester mehr. Na prima. Ey, 25? Da kannst du aber flott arbeiten gehen. Und die dampft gleich wieder ab. Du bist dann gar nicht so unglücklich. Okay, zusätzliche Bauarbeiter kosten 200 Diamanten. Das wird wahrscheinlich als erstes ziemlich wichtig werden.
dass ich mehrere Sachen auf einmal ausbauen kann. Okay, das sind die Errungenschaften, Krankheiten, Besucher 35, 4, 1 Heilungen, Todesfälle, immerhin ist noch keiner gestorben, 60% nur. Viel habe ich ja auf jeden Fall noch nicht eingenommen. Personalübersicht. Okay, die zwei Schwestern, die beiden Ärzte und die beiden Putzer. Besucherfluss kontrollieren. Ach so, das ist die Grenze, wo die dann alleine hingehen. Tägliche Aufgabe, jeden Tag eine Aufgabe, jeden Tag eine Belohnung. Was soll ich denn machen? Sende eine Nachricht in den Weltkanal. Na super. Erhalte 83 Patienten, das läuft. Verdiene 1.100 Geld durch die Behandlung von Patienten. Ich denke, ich habe schon 1.400 eingenommen. Das ist wahrscheinlich, weil das erst später freigeschaltet wurde. Ja, deswegen gab es das noch nicht. So, was wird denn das hier werden? Stufe 10, Stufe 20. Patienten wieder aufgefüllt nach... Ah, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Patienten. Na super. Das heißt, dann kann ich meinen Laden dicht machen, wenn die 200 durchgeschleust sind. Achso, was war denn mit der Toilette? Also erstmal den Allgemeinarzt noch hinzufügen. Ja, Aufgabe erledigt. Belohnung einfordern. Besitze 5 Mitarbeiter im Krankenhaus. Okay, da wird es ja wenigstens jetzt komplett gezählt. Platziere 3 Stühle. Ja, jetzt muss ich noch 3 neue Stühle kaufen. Nur weil du die Stühle, die ich schon platziert habe, nicht mitzählst. Geschäft, roter Stuhl. 3. Aufgabe erledigt. Besitze 2 Basisdiagnosen. Okay, dann kommt wahrscheinlich doch kein Toilettenthema. Dann werde ich die Toilette jetzt einfach mal bauen. Ach, vielleicht kann ich dann den Raum nicht an eine bestimmte Stelle platzieren, wenn da schon irgendwie noch Dreck oder irgendwas rumliegt. Genau, also da kann ich im Moment nicht platzieren, weil da im Moment Dreck rumliegt. Okay. So, in 7 Minuten habt ihr eine Toilette. Was ist mit dir? Der Winter kommt. So, als nächstes soll dann die Basisdiagnose verdoppelt werden. So, für den Raum lohnt es sich eigentlich nicht, dass du da wartest, weil das macht überhaupt keinen Sinn für dich. Der Raum sollte nämlich eher geschlossen werden, weil ich überhaupt nicht genug Ärzte dafür habe. Ey, sind die anderen alle schon wieder auf der Arbeit? Na, dann überholen sie sich ja zumindest relativ schnell. So, mit den Toiletten und so weiter sollte das dann auch bald alles passen, aber das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Arzt, sonst ist dieser andere Raum überhaupt nicht sinnvoll genutzt. Okay, der Status ist auf jeden Fall im Moment grün. Dann schicken wir mal die Radiatoren weiter in die Ecke. Macht ja eh keinen Unterschied. Da kann ich die Dinger jetzt nicht anklicken. Hallo? Also das Ding kann ich anklicken und das daneben funktioniert nicht. Scheint wohl auch ein paar Bugs noch zu haben, das Spiel. Also das ist das Lager. Ich kann nur 2 Sachen auf einmal einlagern, zumindest vom Typ her. Weil ich konnte da zwar 3 Dinger reintun, aber... viel ist da nicht möglich. Okay, blauer Gutschein. Insgesamt 3 Stück. Verwendung für den Aufbau des Krankenhauses. Methode für den Erhalt. Verkaufen. Ah, damit kann ich zumindest auch nochmal ein bisschen Geld einnehmen. So, die Ausrüstung habe ich ja schon verteilt. Okay, jetzt war es Level Up. 40.000 Kohle. Injektion, Röntgen. Okay. Und 3 gelbe Scheine. Na gut. Nein, will ich nicht. Technologie. Ah, okay. Dafür brauche ich eher das höhere Level, bevor ich die Sachen wirklich freischalten kann. Zwangsneurose. Grund. Das Gehirn ist nicht in der Lage, einige furchtbare Gedanken zu löschen. Symptom Selbstkasteiung. Und dafür habe ich eine große Chance, diese komischen Zettel da zu bekommen. Ich bin ja echt mal gespannt, wie oft die dann zur Verfügung gestellt werden. Also bisher habe ich jedenfalls noch keinen bekommen. Aber ich habe wahrscheinlich auch noch nicht allzu viele Patienten geheilt. Patient ist geheilt, Verdienst 64. Da ist schon mein erster... Naja, die Krankheiten tauchen ja immer erst dann auf, wenn der erste Patient dafür da ist. Ach je, dafür habe ich ja überhaupt noch nicht die Behandlungsteile freigeschaltet. Oder beziehungsweise gebaut. Und was war jetzt noch die Aufgabe? 2 Basisdiagnosen. Also 2 von den Dingern da zu haben. Aber wieso eigentlich? Die eine ist doch... Naja, so überlastet ist sie jetzt im Moment noch nicht. Ich kann nur noch 189 Patienten behandeln. Sie müssen zuerst einem Verein beitreten. Ja, schon gut. Stufenwettbewerb. Ja, die Toilette ist fertig. Na, endlich. Ich
Ich glaube, ich muss das Ding mal neu starten, weil irgendwie scheint es mit der Grafik hier nicht so richtig hinzuhauen. So, mal gucken, ob ich die Dinger jetzt, ja, kann ich die auch wieder bewegen. Macht für die Heizung auf jeden Fall keinerlei Unterschied, aber alle Patienten sind weg. Das heißt, wenn man das Spiel verlässt, wird nicht der Status der Patienten gespeichert, sondern die verschwinden dann alle. Und dafür ist euer Status dann noch nicht wieder aufgeladen. So, dann mal gucken, ob ich jetzt das Ding hier verschieben kann. Jawohl. Ja, wusste ich doch, dass das geht. Also, wenn irgendwas sich nicht an die richtige Stelle stellen lässt, dann eventuell einfach das Spiel mal neu laden. In der Hoffnung, dass es dann danach funktioniert. So, für die anderen scheint jetzt noch keine längere Warteschlange normal da gewesen zu sein. Kann ich ja hier noch die zwei Teile wieder hinsetzen, wenn der Robby da mal verschwindet. Was ist das jetzt? Ah, das war das vorhin. Ich habe die eine Mission abgeschlossen, eine von den täglichen Aufgaben. Okay, und jetzt noch 43 Patienten, beziehungsweise jetzt noch 42, und dann ist die Aufgabe auch abgeschlossen. Jawohl. Wer will jetzt Geld haben? Gemäß dem Diagnoseergebnis empfehlen die Ärzte, dass du ein Röntgen baust, um diesen Patienten zu behandeln. Was sollen wir tun? Ich baue jetzt diesen Raum. Röntgen. Ja, warten wir mal noch einen Moment. Ich werde ihn dann gleich bauen. Gleich in einer Minute wird er angefangen zu bauen. Dann mal gucken, wie lange das dauert. 8 Minuten. Ich hoffe, dass der Patient so lange da bleibt. So, in den globalen Chat Nachricht eingeben. Ah, okay. Ich muss nicht mal wirklich was eintragen. Und dann ist die Aufgabe auch erledigt. Ist das jetzt mein Avatar oder was soll das sein? Okay, das sind tatsächlich Emojis. Naja. So, tritt einem Verein bei oder gründe einen oder interagiere mit einem. Beitreten. Bauen Sie das Krankenhaus auf Level 16 aus, um einen Verein abzuschließen. Okay, also weg mit dem Chatzeug. Aufgabe erledigt. Jawohl. Platziere einen Getränkeautomat im Krankenhaus. Oh, da ist schon einer da. Zähl den doch wenigstens mit. Also schön, bauen wir noch einen. Geschäft, Getränkeautomat, nochmal 3000 Euro für die Katz. Aufgabe erledigt. Jawohl. Gib den Angestellten einen Bonus. Naja, da warten wir mal. Werden in der Zeit langsam weniger. Falsche Diagnosen und Therapien verursachen ebenfalls einen Stimmungsabfall. Wenn die Stimmungspunkte unter 20 fallen, dann wird dir ein Mitarbeiter wahrscheinlich die Kündigung zusenden. Gib einem Personal einen Bonus, um seine, ihre Stimmung auf das Maximum zu. Das heißt, unter 20 hauen die dann einfach ab. Das heißt, ich muss mich selber darum kümmern. Also, wir bauen jetzt den Röntgenraum. Tja, von der platzoptimalen Auslastung her ist noch nicht ganz klar, was da die Positionen wirklich am sinnvollsten sind jeweils. So, und der dauert. Der ist geheilt. Perfekt geheilt. Aber ich bekomme keine weiteren Infos mehr dazu. Und es leer braucht einen Arzt, um Patienten zu behandeln. Ja, und wo steckt der Kerl? Die Krankenschwester ist auch unterwegs. Habe ich eigentlich noch genug Personal oder sind die alle abgehauen? Okay, das ist das Happiness. Also ab 20 wird es kritisch, vorher ist es egal. Okay, dann gucken wir mal, wie teuer der Bonus dann ausfällt. 380! Boah! Du brauchst einen Käfig, um einen... Was? Ich soll einen Mitarbeiter auch einsperren? Wieso soll ich denn die einsperren? Okay, die fragen auch von selber nach einem Bonus. Dann muss ich das nicht manuell im Blick behalten, sondern muss dann einfach nur zahlen, wenn die auftauchen. Baue einen Personalraum, sehr schön, die ist bereits erledigt. Sende das Personal in die Ruhepause. Okay. Wo ist der nächste Personalier? Hier, der da. So, geh mal ausruhen. Ach, da sitzt die rum. Aber du bist doch eigentlich fit genug. Geh mal wieder an die Arbeit. Also, auch erledigt. Verbessere die Apothekentechnik auf Level 2. Das habe ich auch schon gemacht. Okay, die Toilette wird zum Glück gezählt. Da kriege ich ein weiteres Stethoskop. Statte den Arzt mit einem Ausrüstungsgegenstand aus. Rangliste, Glücksspin, tägliche Quests, Elite Shop. Aber ich will ja eigentlich die direkten... Ja. Ich werde nie bereuen, was ich hier tat. Hier ist all meine Spende für... Aua, ich habe halt Herzschmerzen. Du hast eine Spende erhalten. Du kannst aus 2 Belohnungen auswählen. Erfahrungspunkte oder Geld.
Also hier kann ich sie nur einstellen. Ach so, da ist die Personalübersicht. Attribute ersetzen, frei für zweimal. So, Fähigkeiten plus 5. Und die Schwestern bekommen die Spritze. Und die bekommen einen anderen Besen. Jawohl. Schalte ein neues Attribut für Ausrüstung frei. Tippe auf Personal und wähle einen Mitarbeiter, der schon über einen Ausrüstungsgegenstand verfügt. Tippe auf einen Gegenstand und schalte einen neuen Slot frei. Bei einem Gegenstand gibt es maximal 3 Slots. Mitarbeiter gewinnen Attribute, wenn sie mit Gegenständen ausgestattet werden. Okay, das war das, was ich gerade schon gesehen habe. Das kostet 15 und hier kostet es 13. Fähigkeit plus 3 und der Wert kann wahrscheinlich zwischen 1 bis 10 liegen. Und hier Wert 5 und der Wert kann zwischen 1 bis 15 liegen. Also, was ist jetzt los? Gemäß dem empfehlen die Ärzte, dass du einen Röntgenraum baust. Was wird da jetzt gebaut? Der Röntgenraum. Passt doch. Was, du hast Durst und kannst nicht auf die Toilette? Die ist doch da. Und du findest nichts zu trinken? Doch. Okay. Sie sind nur ein bisschen irritiert, wo die Dinger zu finden sind. Na schön. Aber genau, was war jetzt mit der Aufgabe? Okay, immerhin bekomme ich 30 Diamanten, wenn ich jetzt hier 15 ausgebe. Plus 2% und 11% wäre möglich. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch einige Stellen, wo halt die Diamanten benötigt werden. Ich bin auch gespannt, wie weit im regulären Spiel tatsächlich Diamanten bekommen werden können. Auf der Personal und tippe auf einen Ausrüstungsgegenstand. Okay, ersetze dreimal Attribute. 2 sind frei. Wähle ein Attribut aus und tippe auf ersetzen, um dieses mit einem zufälligen neuen zu. Du kannst auf I tippen, um die möglichen neuen Attribute und den Bereich zu sehen. Und ein Dankeschön. Na dann, rück mal ein bisschen Kohle rüber. Ich will nochmal gucken, ob hier tatsächlich die Erfahrung hochgeht. Ja, also es ist Erfahrung für das Hospital. Das heißt, bin ich ziemlich bald dann im nächsten Level. Ein neuer Röntgenraum. Ja! So, hier gab es doch noch einen neuen Raum für die Behandlung. Genau, die Injektion muss ich auch noch bauen. Oh, die müssen da jetzt alle in die Behandlung rein. Okay, ich glaube, ich brauche noch einen weiteren Arzt. Mehr Energie oder lieber mehr Effizienz? Ein Arzt ist da. Level 67. 3,7 Millionen. Und 2270 Erfolgspunkte. Da gibt es aber einiges mehr zu erreichen. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich ja 4940 Erfolgspunkte sammeln. Das heißt, es ist noch Platz bis zur ersten Position. So, die dürften jetzt etwas... unhappy werden. Ach, jetzt fehlt natürlich noch der andere Behandlungsraum. Das heißt, die kann ich noch nicht erfolgreich abschließen dann. Dann nehme ich diesmal wieder die Experience. Dann steige ich jetzt im Level auf. Oder auch nicht. Doch. Okay. Beende langfristige Stufen. Heile 300 Patienten. Krankenhausbilanz erreicht 90.000. Okay, brauche ich jetzt tatsächlich Kohle. Gesamtheilungsrate erreicht 50%. Okay, die habe ich schon. So, ich muss nur noch eben eine ganze Menge Patienten heilen. Und ich brauche mehr Geld. Also, dann mal her mit der Kohle. Noch einer. Ein Patient mit zusätzlichen Symptomen kommt. Zusätzliche Symptome bedeuten normalerweise hohe Schwierigkeit. Aber wenn du diesen Patienten heilen kannst, wirst du mit einer Schatzkiste belohnt. Na, gucken wir uns doch mal den besonderen Patienten an. Warnung, Patienten sterben, wenn du sie nicht rechtzeitig behandelst. Neuer Patient unsichtbar. Okay, da kommen gleich mehr. Telefon. Ja, das ist ja schon in Arbeit. Hey, der ist zufrieden. Ein geheilter Patient. Mit Bedauern. Tägliche Aufgabe.
Wieso ist da jetzt eine neue dazugekommen? Verwende Werbung für mehr Patienten. Okay, das mache ich wo? Hier war das, ne? Ah ja. Flugblattwerbung, zusätzlich 20 bis 40 Patienten für heute. Na dann. Jawohl. Schweinchen, Aufgabe erledigt. Was ist das? Hätte ich mir wenigstens noch sagen können, was jetzt die Items sind, die ich da gerade bekommen habe. Das sind doch bestimmt Boots. Ausrüstung, es gibt keine passende Ausrüstung. Na, prima. Für die Schwestern gibt es auch nichts. Das heißt, wenn ich was bekommen würde, dann würde da ja dieses Plus-Symbol auftauchen. Tüte. Hier ist das Schweinchen. Du gewinnst 200% Geld von Patienten, erhält 20 Minuten. Okay, das ist ein Zeitbonus und das Personal bewegt sich schneller. Okay, das sind vorübergehende Zeitboni. Ich habe CDO. Es ist wie OCD. Nur sind alle Buchstaben in der richtigen alphabetischen Reihenfolge. Und das dritte Mal und das vierte Mal. Okay. 5 Punkte noch. Und du brauchst die Injektionskammer. Oh Mann! So, wie sieht es mit den Wartebereichen aus? Der Putzfreak war mal wieder nicht zur Stelle. Was hast du jetzt? Patient nicht geheilt. Heilung nicht gelungen. Nicht gut. Noch 23 Patienten, dann sind die Tagesmissionen alle erledigt. 22 Patienten treiben sich jetzt in meinem Krankenhaus schon rum. Ah, da ist mein Unsichtbarer. Okay, die Injektion ist fertig. Oh, jetzt fehlt mir noch eine Krankenschwester. Das wird knapp. Aber das heißt, dadurch, dass die Dinger nicht genug Punkte generieren, können die dann nicht geheilt werden. Tja, nicht geheilt. Aber dann kann ich halt jetzt dich mal aufleveln. Also beziehungsweise deine Station. Jetzt kann ich 22 Minuten keine... Okay, das heißt, ich brauche einen zweiten Empfang. Weil sonst kriege ich keine... Nein! So ein Käse. 22 Minuten, keine neuen Patienten. Das soll ich auch noch machen. Okay, dann stellen wir doch mal in den Settings ein, dass das Krankenhaus geschlossen ist. Warum sind da Ausrufezeichen? Warnung. Patienten finde ich nochmal. Achso, also nur wenn die noch eine besondere Eigenschaft haben und tatsächlich eine Warnung enthalten, sind die Ausrufezeichen da. Richtlinien, genau. Geschlossen. Speichern. So, das heißt, es werden jetzt keine neuen aufgenommen, hoffe ich. Hey! Achso, die Heilungsrate. Ah, die muss ich dann nicht die ganze Zeit haben, sondern ich kann die zwischenzeitlich mal erfüllt haben. Und dann kann ich die Sachen nach und nach erfüllen. Dann bekomme ich meine ersten lila Dinger und mit denen kann ich dann auch die Sachen hier aufwerten. Sobald ich davon mindestens 2 habe. Was war das hier? Achso, das war der Elite-Shop. Oder war noch, ja genau, hier die kleine Spendenbox. Bin ich jetzt schon über eine Stunde mit dem Ding zugange. Diesen Patienten zum Krankenhaus eines Gewerkschafts. Das heißt verlegen. Nee. Okay, was passiert, wenn ich den nach Hause schicke? Okay, nur Bestätigung und dann ist er weg. Der Patient fühlt sich unglücklich. Ich baue diesen Claim, um Stimmung des Patienten zu verbessern. Und heile ihn, bevor alle Stimmungspunkte weg sind. 8 Punkte. Und du bist noch nicht mal bei der Diagnose gewesen. Ja, wo rennst du überhaupt hin? Länge Warteschlange 6. Und hier ist gar keine Warteschlange. Aber ihr stellt euch da einfach nicht an. Achso, das sind ja hier die Diagnosedinger. Stimmt, das ist ja das andere Teil dann. Hier ist die Warteschlange auch 6. Okay, also ihr verteilt euch schon gleichmäßig. Und dich brauche ich, wenn dann, hier. Ich verstehe echt immer noch nicht, warum ihr nicht einfach dann recht schnell zur Toilette geht. Weil die ist auf jeden Fall leer. Der Frühling ist da. Okay, das heißt, hier kann ich verschiedene Layouts kaufen. Von Zeit zu Zeit kommt ein Inspektor für eine Revision in ein Krankenhaus und wird dich je nach Ergebnis der Inspektion belohnen oder bestrafen. Super.
Mal getaucht, eine Diebin in deinem Krankenhaus und versucht, das Geld deiner Patienten zu stehlen. Sam Brothers leben für immer in deinem Krankenhaus. Sie sind ausgezeichnete Müllschlucker. Öffne die Truhe, um eine zufällige Ausrüstung zu erhalten. Du kannst das Interface Personal öffnen und damit deine Mitarbeiter ausstatten. Ach genau, apropos Mitarbeiter. Ja, nehmen wir mal die Kohle weiter dazu. Und ich sollte ja bei den Mitarbeitern hier diese komischen Dinger ändern. Also ersetzen. Schaden. Fähigkeit 4. Okay, immerhin kostet das dann zumindest nur Geld. Und genau, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die verwendet werden können. Also Fähigkeit, dafür 1 bis 15. Fähigkeit plus 4. Das heißt, sie können auch mehrfach gleichzeitig auftauchen. So, mal gucken, ob das jetzt für jedes von diesen Dingern gilt, dass ich hier 2 frei habe. Nee, natürlich nicht. Okay, dann machen wir hier jetzt das ein bisschen billiger. Kostet mich zumindest nur 1000. Und ich habe jetzt Fähigkeit plus 9. Sehr schön. Aufgabe erledigt. So, Röntgenzimmer ist auch schon erledigt. Und Injektionsraum ist auch schon erledigt. Heile 30 Patienten habe ich auch schon geschafft. Das hat er diesmal mitgezählt. Und jetzt muss ich wieder Pflanzen platzieren. Ein Geist! Oh, tja. Mein erster gestorbener Patient. Ein Unsichtbarer ist gegangen und einer ist gestorben. Krankenhauswertung 55 Punkte, 10 Räume, 8 von 16 Mitarbeitern. Mehr als 16 kann ich im Moment gar nicht einstellen. Einnahmen 4660 und Heilungsrate zumindest im Moment knapp über 50% noch. Und mein erster Todesfall. 50 sind einfach schon mal abgehauen und 0 habe ich bisher nach Hause geschickt. Wann kriege ich denn hier mal meine ersten, okay, Level, 3 tägliche Quests. So, hier ist auf jeden Fall noch nichts, was jetzt sehr schnell auf Stufe 5 verbessern, okay. Patient überspringt 500 mal einen Diagnoseraum. Das macht die also von alleine. Heilung garantiert, heilen die 2000 Patienten, deren Heilungsprozess vollständig gefüllt ist. Und 300.000 verdienen. Okay. Personalteam. Ausrüstungsslots freischalten. Was etliche Diamanten kosten wird. Elite-Personal, Dr. Squid. Das heißt, die muss ich alle nach und nach kaufen oder freischalten. Ich bin ja mal gespannt, ob die irgendwie noch anderweitig freigeschaltet werden können, außer über die Diamanten. Weil vielleicht können die ja im Spiel tatsächlich freigeschaltet werden. Elite-Mitarbeiter schicken dir niemals eine Kündigung. Sehr schön. Okay, ich habe 83 Patienten angenommen. Was ist denn das für eine Fähigkeit dort? 2x Diagnose. Also machen wir mal die nächste Pflanz-Session. Aufgabe erledigt. Jawohl. 2 neue Heizungen. Super. Oje. 5 Patienten mit Unsichtbarkeit. Naja, ich würde mal sagen, mache ich mal meinen Dingsbums wieder auf und stelle es erstmal auf normal. So, also Tagesmissionen sind alle abgeschlossen. Hier ist eine von 3 Optionen inzwischen erfüllt. 300 Patienten soll ich heilen. Das wird heute nicht mehr gelingen. Aber in anderthalb Stunden kriege ich dann wahrscheinlich die nächsten 200. Zusätzlich 10 Patienten jeden Tag. Das ist die Frage, ob sich 20 Patienten tatsächlich mit 1500 lohnen. Ein bisschen mehr als das Doppelte. Und ich bekomme das Dreifache mindestens an Patienten. Die Frage ist, was machen die, wenn die nicht aufgenommen werden können? Also wenn zumindest keine Krankenschwester da ist. Die dann von sich aus zur Diagnose laufen. Vielleicht läuft der natürlich da rein, obwohl ich den da drüben bräuchte. Okay, ich stelle mal noch einen Arzt ein. Einfach damit die Dinger voll sind. Ja, 15 Minuten dauert es noch, bis ein neuer Schub verfügbar wäre. Wieso gehst du in den Raum, wo überhaupt keiner wartet? Und warum gehst du nicht automatisch in den Raum, wo jemand wartet? So, das Krankenhaus ist zumindest langsam mal einigermaßen sauber.
Und aktuell befinden sich 12 Patienten im Durchlauf. Ihr schon in der letzten Station und habt auch gerade mal die Hälfte von den Punkten eingesammelt. Das heißt, da ist auf jeden Fall notwendig, noch um einiges die Sachen dann aufzuleveln, damit dann hier ja, mehr Fähigkeitspunkte zur Verfügung stehen. Was? Schatz auf Level 6? Ich habe einen geheilt! Ja, ich habe einen Patienten mit den zusätzlichen Symptomen geheilt. Ein Level 3 Stethoskop und ein Level 3 Schutzschild, Medikamentenausgabe, irgendwas. Okay, da kann ich meine Schatzbox aufleveln. Upgrade. Dann kann ich zumindest schon mal mehr Geld zusammensammeln, während ich offline bin. Bin ja mal gespannt, inwieweit ich auch Ausrüstungsgegenstände dann finden kann, die bereits alle 3 Slots freigeschaltet haben. Na, ich weiß, was los ist. Der Empfang ist in Arbeit. Tja, das dauert noch. Aber damit kann ich die zumindest nach und nach ein bisschen schneller aufleveln. So, habe ich jetzt eigentlich noch andere Sachen. Okay, die kosten natürlich extra. Puh. Oh. Besserungsintervall 30 Stunden. 24 Stunden. Von dem ich noch nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet und ob das dann Geld kostet, wenn das Wartungsintervall anfällt. Ein gelber Stuhl. 3000. Patienten bleiben zu lange im Krankenhaus. Das Ding ist doch jetzt fertig. Dann kann ich die doch jetzt wieder an den Empfang setzen. Ja, ist Verein und Gewerkschaft jetzt das gleiche? Das ist mein Friedhof, wo schon der erste Patient von mir liegt. Soweit zum ersten Blick auf Fun Hospital. Da werde ich auf jeden Fall weiter dranbleiben und die Sachen noch ein bisschen aufbauen und mal sehen, ja, wie schwierig das auf der einen Seite wird und wie spannend die verschiedenen Updates noch werden. Also beziehungsweise die Sachen, die ich freischalten kann. Neben dem Patientenhandbuch. Okay, da gibt es insgesamt 3 Seiten aktuell. Also 24, 48 und hier dann nochmal 18, 19 dazu. Level 155, also da ist ja echt noch viel Luft nach oben, was hier das Ranking angeht. Wenn die tatsächlich erst Level 67 als maximal erreicht haben. Sammeln die eigentlich mit jedem Erfahrungspunkte? 19, 20, 19, 30, ja. Also 10 Erfahrungspunkte sammelt er mit jeder Aktion. Das heißt, die kann ich auch bald aufstufen. Die scheinen auf jeden Fall deutlich schneller Erfahrungspunkte zu sammeln als die anderen. Durch die Fähigkeitenpunkte ist es natürlich noch deutlich hilfreicher, wenn ich den an den richtigen Stellen einsetze. Und bestimmte Patienten, die sehr viel mehr Punkte benötigen. Ach, jetzt genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich noch gewartet habe. Ich wollte mir noch angucken, wie das neue Personal aussieht. 2 Minuten. Also die warten wir noch ab. Dann gucke ich mal, wie sich die Werte vor allen Dingen verändern für die nächsten. Und inwieweit es sich dann eventuell auch lohnt, einfach ein paar von den bestehenden rauszukicken und durch bessere zu ersetzen, die hier zumindest schönere Fähigkeiten haben. Oder mehr Fähigkeiten, mehr Charme, mehr effizient. Und dann nach und nach die sinnvollsten Basiswerte zusammenzusammeln. Und dann natürlich die Frage, wie gut verändern sich die Werte mit den verschiedenen Leveln? Das heißt, ist es dann relativ egal, was die für Ausgangswerte hatten? Oder ist es dann spannender oder sinnvoller, die richtigen einzustellen, die dann schon mit einem besseren Basis starten? Also du Robby, du müsstest doch jetzt auflevelbar sein. Ach, du steigst von alleine auf. Das heißt, das nächste ist dann schon das 5-fache an Experience. Das kann ich nicht dann nochmal vergleichen. Also deine Effizienz ist auf jeden Fall gestiegen. Mal gucken, habe ich hier noch die Originalwerte? 0, 5, 12. Die Fähigkeiten sind um 10 Punkte gestiegen. Die maximale Energie und die maximale Stimmung haben sich nicht verändert. Okay, jetzt haben sie gewechselt. Also alle 3 Stunden kriege ich neues Personal als Option zur Verfügung. Jason. Von dem würde ich mich nicht unbedingt behandeln lassen wollen. Aber hey, was hast denn du da? Dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich dich in den bestimmten Raum festpinne, damit es dort einen Bonus gibt. Das heißt, da stelle ich den auf jeden Fall schon mal ein und setze dich in den Diagnoseraum. Dann werde ich jetzt allerdings auch einstellen, dass die tatsächlich ihre Räume nicht wechseln. Mitarbeiter bleiben in den platzierten Räumen. Jawohl.
Weil sonst wäre es blöd, wenn der woanders hinläuft. So, Schwestern, gibt es da was Ähnliches? 11 von 16 habe ich jetzt. Das heißt, ein bisschen Puffer habe ich noch. Und das heißt, ich kann die auf jeden Fall noch gegen bessere austauschen. Ach, der war auch schon Stufe 2? Okay, das sollte ich mir dann vielleicht vorher nochmal anschauen. Weil dann ist der sozusagen auch hier um 10 Fähigkeitspunkte gestiegen. Und natürlich mit 5% mehr Effizienz versehen. Das ist genug für den ersten Blick auf Fun Hospital. Und dann starte ich mal zum nächsten Spiel.